Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Mord of Warship. Mann, jetzt fahre ich gerade selber überlegen. Wie ist das nochmal? Okay. Ich nehme den 8er Würfel und ich würfel eine 3. Den Phoenix. Den war auch letztens auch schon mal gehabt. Konnte sich nichts verbessern. Nö. Dann starten wir aufs Gefecht. Und sehen zu, dass wir gewinnen. Phoenix ist ein Kreuzer, so wie wir es euch hier sehen. Kreuzer, Phoenix, Level 4. Da bin ich mal gespannt. Was für Aufträge haben wir? Ah, Flagge einnehmen. Können wir uns nochmal die Schiffe hier alle anschauen. Gibt es dann noch einen gegnerischen Phoenix? Nee, gibt's nicht. Bin doch der einzigste Phönix. Das kann ja was werden. Ich bin mal wieder müde. So wie 90% meines Lebens. Bin nur an Schlafen. Gibt es ja auch nichts Schöneres, außer Schlafen, Essen und Spaß mit den anderen Geschlechten. Alle Mann auf Gefechtsstation. Jo! Geben wir mal Gas hier. Oh, da gibt es sofort Gas. Heißt das, die leckt wieder ein bisschen. Oi, with milk and sugar, please. Ja, dann. Wie weit gehen die Torpedos? Ja, okay, so ein bisschen. Nicht so der Pool nach. Mal schauen, ob ich etwas treffe. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Oh, da ist ein Zerstörer. Nicht so stark lenken. Sind zwei Stück. Thank you.
Gut, komm, fahr rückwärts. Oh, hinter mir kommt ein anderer Zerstörer. Die Kühe noch nicht zu schießen. Kein Thema. Feueralarm! Problem gelöst! Torpedos auf Steuerbord! Torpedos auf Steuerbord! Feueralarm! Gegnerischer Kreuzer gesunken! Tja, warum fährt er auch da rein? So, komm noch raus. Was ich jetzt mache, ist ein bisschen doof. Torpedos auf Steuerbord. Höhlenbruch, Wasser dringt schnell ein. Ja, gut. Ich muss ja, was ich da jetzt gerade gemacht habe, war ein bisschen doof, habe ich auch gesagt. Schauen, ob noch ein Torpedo drin von mir. Jo, getroffen. Ne, Mist. Wand getroffen. Auf jeden Fall können sie sich alle noch schnell hier auf der Insel retten. Und ein schönes, langes Leben führen. So, dann gehen wir mal zum Hafen und suchen das nächste Schifflein aus. So, würfeln wir mal. Eine 4. Der Russe. Jo. Bertski. Bertski. Wie spricht man sowas aus? Bertski? Na, egal. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Mit den kleinen, schnellen Zerstörern. Ja, wird bestimmt auch nicht lange überleben. Ich denke nicht. Zerstörer. Die gegnerische Mannschaft, oder das gegnerische Team hat auch einen Zerstörer, Bertski. Ist der besser wie meiner? Ne, genau gleich. Also ist genauso weit ausgebaut wie meiner. Gefecht starten. Schon mal Porsche einschalten. Und mit der habe ich schon eine Flagge. Cool, oder? Ich habe ja noch mehr Flaggen, aber ihr wollt jetzt nicht alle überall ansetzen. Die Schlacht beginnt. Oh, der hat auch eine Flagge. Deutschland-Flagge. Japan.
So, ich würde sagen, wir fahren hier lang, dann hier unten lang. Jetzt mal einmal einen kleinen Turbo hier rein, dass wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Maschinenboost aktiviert. Okay, erstmal schauen, was noch hier oben ist. Okay, da ist schon einer. Euch mit dem koalisieren? Nein. Eine Kollision macht. Und das ist schon schnell sind wir. Feueralarm! Problem gelöst! Kritischer Maschinenschaden! Ach, Torpedo kriegt gar nichts. 200 Meter oder was das da sind. Muss ja schon fast rammen. Flugzeugträger sind unten, okay. Obwohl hier oben ist auch eine. Ah, das fliegt da unten, der Flugzeugträger. Er fährt nach unten. Eine Schlachtkreuzer fährt hoch. Maschinenboost deaktiviert. Schwere Munition rein. Nee, den treffen wir nicht. Und wieder getroffen. So ein Mist. Sümhafen zu Lüg. Und jetzt wurfen wir mal eine 4. Viel geht nicht. Eine 4. Nein. Eine 7. 2, 4, 6, 7. Ich würde gerne mal wieder den Deutschen spielen. Aber das Schicksal sagt, wir sollen die 7 spielen. Dann spielen wir die 7. Ja, und dann geht es ja ab nächste Woche mit mal neuen Dingens los, wie ich das vorhabe. Von wegen montags immer The New Monday und Dienstag
ein Spiel, Mittwoch ein Spiel, Donnerstag ein Spiel und Freitag irgendein anderes Spiel. Ich denke mal, Freitag werde ich dann immer mit World of Warcraft machen. Ja. Ich packe jetzt den Würfel weg. Man. Ist ja schlamm. Noch ein Camo hier? Kein Camo. Kuma. Oh, würfeln wir mal. Ja, würfeln die 6. Das wäre die Z. Dann fahren wir nach Z hoch. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gefechtsstation. Das wird ein richtiger zerstörter Tag mit dem Zerstörer. Nee. Obwohl, das ist ja gar kein Zerstörer, das ist ein Kreuzer. Ach Mensch. Wird ausgeführt. Aber ich denke mal, ich werde World of Tanks, World of Warplanes, World of Warship und dann WoW, also World of Warcraft spielen. In die 3 Tage. Ich mach das World of Tanks, World of War, World of Tanks, World of Plans, World of Warship und den Freitag werde ich mal schauen, was ich gerade spielen möchte. Könnte ich auch so machen. Ich überlege mir noch was. Wenn ihr wollt, könnt ihr es ja auch mit entscheiden, was am Freitag gespielt werden soll. Oder was für eine Reihenfolge ich spielen soll. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Oh, eine kleine Insel. Problem gelöst! Hauptturm kritisch beschädigt!
Na komm, komm, komm. Geh doch kaputt. Das ist jetzt ganz schlecht. Ist schon mal dran. Nicht getroffen. Gesunken. Nicht durch meine Torpedos. Wo ein Mist. Bei Lebensenergie geht auch noch. Die kleine Schlacht gerade. Oh, da ist ein. Nein! Ach, egal. So, das waren meine drei Runden für heute. Ich hoffe, euch haben sie gefallen. Es könnte ein bisschen besser laufen, aber... Naja, was soll's. Dann danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.